An August summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. Hallo und grüß euch, da ist der Markus Burkhardt. Heute an richtig an heißen Sommertag. Wir werden uns durch den Naturgarten bewegen und ich hoffe, dass wieder viele Naturgartenverbündete dabei sind und zuschauen. Weil heute haben wir, glaube ich, ein nettes Thema, wirklich passend zur Hitze. Welche Pflanzen, ich glaube, wir haben fünf oder sechs, passen super für eben so heiße, vollsonnige, vielleicht eher trockene Standorte. Ich glaube, die haben sehr viel im Garten. Werden leider auch mehr werden, muss man ganz ehrlich sagen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und dann machen wir eine kleine Runde, weil es gibt ein paar wirklich hervorragende Pflanzen für solche Standorte, die super für Insekten sind. Aber eben unsere Bienen, unsere Hummeln, unsere Schmetterlinge, aber wir dürfen nicht vergessen, ein paar von denen sind auch super für uns. Bei uns ist es so heiß, dass sogar im nordischen Garten mittlerweile die Pfirsich zusammenbringt. Nein, taugt mir voll. Den habe ich voriges Jahr gesetzt, die Marien wollen herum nicht. Ihr seht, wir sind schon wieder ganz woanders. Aber es passt gut, weil es einfach schön sommerlich ist und weil es so gut duften, die Pfirsich. Da werden wir nachher dann kosten. Kann man am Rheinfahren einfach so vorbeigehen? Nein, kann man nicht. Ich hätte ihn gar nicht dabei gehabt. Aber du kannst ja Dutzende rausnehmen. Aber ganz kurz, der Rheinfarn ist wirklich eine super Pflanze für so eher trockene, schottrige Böden auch. Er hat eine wahnsinnig breite Standortamplitude. Das heißt, du kannst ihn auch in normale Gartenböden setzen, ist ihm auch genauso recht. Aber er mag es am liebsten sonnig heiß. Deshalb sieht man auch ganz gern entlang der Straßenränder, weil dort ist er meistens heiß und geschottert und durchlässig. Und es ist wirklich eine unfassbar gute Insektenpflanze. Er ist immer sehr voll mit verschiedensten Insekten. Das liegt daran, weil der Rheinfarn, ihr seht, das sind alles so kleine Blütenkäpferl, der hat ganz einen leicht verfügbaren Nektar. Also auch für alle Kurzrüssler unter den Bienen und so weiter, die können da wirklich gut den Nektar zuzeln. Also ein Schwebfliegen sieht man sehr viel oben, auch normale Fliegen, Käfer, alles Mögliche ist oben. Gibt da ganz spezielle Wildbienen, die den Rheinfarn brauchen. Ich glaube Rheinfarn, ob es nicht eine Rheinfarn-Maskenbiene oder irgend sowas ist. Also verschiedenste Wildbienen lieben ihn. Ich habe ein paar Meter nebenbei aufgehängt, also einen Hartholzblock. Und da ist reger Verkehr hin und her, also das funktioniert super. Also wenn es wo heiß habt und es wollt was Üppiges, Großes, nehmt den Rheinfarn. Und das Coole ist, ich erwähne es nur ganz kurz, weil es irgendwie so ein Widerspruch in sich ist. Es war früher, als es noch Insekten gab in Europa, hat man diese Pflanzen vielfach hergenommen und verwendet, um Insekten abzuwehren. Also im Haus drinnen. Da muss die Blüten trocknen und diesen Geruch, der da verströmt wird, den mögen viele Insekten überhaupt nicht. Hauptsächlich eben Schadinsekten. Zum Beispiel eben die Senna auf der Alm oder Zennerin. Auf der Alm gibt es ja keine Sünde. Die haben immer geschaut, dass sie einen Rheinfarn in der Nähe haben, weil den haben sie dann eingelegt zwischen die Kaselorb, weil am Käse waren ganz gern die Käsemilben. Und früher war ja das nicht so einfach mit der ganzen Hygiene und da hat man sie eben so geholfen. Wenn ihr einen Hund oder eine Katze habt, die alte Fleh hat, könnt ihr das auch probieren, trocknen und als Strei einlegen. So, aber jetzt gehen wir zur ersten Pflanze, mit der ihr eigentlich anfangen wollt. Eine richtige Nektarbombe. Ein Pollen ist ausreichend da. Die Imker werden das eh wahrscheinlich wissen, ist der Strandflieder. Den habe ich irgendwie gesetzt. Ja, ich gebe es zu, nordischer Garten. Habe ich mir irgendwie überlegt, was passt da gut dazu. Und wenn man Strandflieder hört, denken ja wahrscheinlich viel so
an die Nordseeküsten, Ostseeküste. Der Strandflieder, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt im Garten kultivieren kann oder ob man ihn überhaupt kriegt, macht wenig Sinn, weil der hat ja so ganz, ganz spezielle Standortansprüche. Der wächst ja in diesen Salzmarschen, glaube ich, so irgendwie heißt das, so nasse Salzwiesen, ganz eigene Pflanzen. Sehr interessant, auch auf diesen Nordseeinseln wächst der überall. Wunderschönes Bild, wenn das blüht. Der kommt eigentlich eher aus dem zentralen östlichen Europa, würde ich mal sagen. Also so Rumänien, Bulgarien, Schwarzes Meer, an den Küsten des Schwarzen Meeres, an der Krim. Da wächst dieser Strandflieder, den man in unsere Gärten dann eigentlich setzt. Statite, das kennen vielleicht manche eher, dieses Wort. Und den kannst du ja auch super trocknen, deshalb wird er ja so gern hergenommen. Aber was vielleicht weniger wissen, er blüht wahnsinnig spät. Ich bin selbst immer überrascht, wie spät der dann kommt. Ich denke mir, hat er jetzt schon blüht, habe ich es übersehen, weil die Blüten ja so klein sind. Und dann kommt er wirklich in einer Wucht daher und die Insekten lieben ihn. Es sind sehr viele Honigbienen da oben, aber auch ganz viel. Man sieht wirklich sehr viel, kommt man sich beschäftigen damit, verschiedenste Schwebfliegen. Da hinten ist jetzt gerade wieder ein Schmetterling, also er hat reichlich Nektar und war richtig so ein Pflanzen, passend zum heutigen Tag. Hitze, eher trocken, so steinige, sandige, durchlässige Böden. Ein gewisser Nährstoffgehalt ist schon gut, aber das beim Strandflieder, das ist nicht übertreiben, das nicht irgendwie Kompost oder sowas einarbeiten. Wenn es zu nährstoffreich ist, dann macht er hauptsächlich Blattmasse. Ist auch schön, aber er blüht halt dann viel weniger. Also ideal war es so wie da in der Böschung, da wird es nie recht feucht, da kann man tief nach unten wurzeln, es ist durchlässig und das mag er. Also ist wirklich ein Trockenspezialist, wenn er eingewurzelt ist. Ja, heute, glaube ich, haben wir überhaupt ein gutes, buntes Programm, was hoffentlich die meisten von euch in irgendeiner Weise anspricht vom Ort, wo sie es daheim sind. Wir werden jetzt schweren Herzens muss ich die Statite des Schwarzen Meeres muss ich verlassen. Also wir bewegen uns vom Meer weg. Und wir werden jetzt, würde ich mal sagen, jetzt gehen wir wandern. Jetzt gehen wir in die Berg. In die Berg gibt es nämlich super, super Pflanzen, die auch für unsere Gärten bestens geeignet sind. Weil was ist in die Berg? In die Berg ist meistens richtig heiß. Du hast es sehr sonnig und du hast oft so richtig diese schottrigen, steinigen, durchlässigen, kiesigen Böden. Und da schauen wir uns ein paar coole Pflanzen an. Und am Schluss springen wir sogar noch kurz ins Kräuterbeet. An August summer breeze and blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. I know you suffered long, some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love, and like the sunrise just a child, when you found that your voice was the window to dreams. Whenever you would see, all fell silent and time would stand still, so it seems. You fly like a dove to join your true love, like the sunrise, you light up our lives.
I can see the red light flashing. I can see the warning signs. But the times they aren't changing around here. Building walls and closing bridges. Saying all they want is peace. Sure, I'm young, but I can read through the lines. We don't need your sympathy. Just a little empathy. I might go a little crazy, but why can't you see? We're standing here and watching as it falls. When growing up, we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. I'm tired of apologizing every time I care too much. I've been taught to keep my mouth shut, don't make a scene. I'm done with being nice and quiet, cause I know that will make a change. Yeah, I'm old enough to read through the lines. We don't need your sympathy, just a little empathy. I might go a little crazy, but why can't you see? We're standing here and watching as it falls. When growing up, we used to have it all. We can't waste another day looking at the other way. We're standing here and watching as it falls. We don't need your sympathy. Ja, also Wandern ist sehr übertrieben, muss ich sagen. Aber wir gehen immerhin, es passt ja wirklich gut, das ist aber jetzt echt ein Zufall, muss ich sagen, dass wir da, wo wir raufgehen, haben wir so einmal vor vielen Jahren große Steinblöcke aus Stufen gesetzt. Und das sind Kalksteinblöcke. Da haben wir überhaupt einiges an so Kalksteinen im Garten. Und das passt super zur nächsten Pflanze. Sie fängt nämlich gerade an zu blieren. Das ist die Bergaster. Also in Österreich ist gar nicht so, also häufig ist übertrieben, aber man findet es in den meisten Bundesländern oder in einigen Bundesländern und eben gern so, man sagt glaube ich auch Kalkaster dazu, weil es sehr gern auf Kalk wächst, ist aber nicht unbedingt zwingend nötig. Aber da leicht es eh schon schön her. Ich habe es erst vorher gesetzt, muss ich zugeben, also es ist noch nicht besonders groß. Aber sie passt da super her und ich habe es einfach an ein paar so verschiedene Plätze gesetzt. Ein wunderschöner Korbblütler ist das, wie die Sonnenblume. Wiederum leicht verfügbarer Nektar und Pollen. Alle, die Imker sind, die wissen das wahrscheinlich. Es gibt eben diese Nektar- und Pollenwerte. Da gibt es dann so Zahlen dafür. 4 ist das höchste. Ich will gar nicht zu viel drauf eingehen, weil das eigentlich nicht so eine Bedeutung hat. Weil wenn eine Pflanze einen niedrigen Nektarwert hat und trotzdem Tausende vorhanden sind, ist es immer relativ. Aber die hat eben Nektar- und Pollenwerte recht hoch und ist eine total dankbare Pflanze. Wenn es heiß ist, wenn es eher trocken ist, wenn der Boden durchlässig ist, was sie nicht mag, wenn du sehr schwere, lehmige Böden hast, was bei uns eher der Fall ist. Deshalb ist für mich gar nicht so leicht, dass ich noch ein paar Plätze finde für solche Pflanzen. Und meistens ist das dann irgendwo so bei meinen Mauern, weil da ist hinten halt der Schotter drinnen. Da wird es schön heiß, da kannst du kaum mehr hergreifen. Das hat wahrscheinlich schon 50 Grad. Und sowas, das taugt ja, da gedeiht's gut. Ja, die Aster Amello, so heißt es eigentlich, die Bergaster oder Kalkaster. Gibt es viele Sorten auch im Handel. Wir haben da die, ja, es ist die reine Wildform, die wir gesetzt haben. So haben wir es auch im Shop, also ich habe keine Sorten. Bei den Sorten müsst ihr halt immer aufpassen, gerade bei den Astern, weil Astern, generell Astern, super, super Insektenpflanzen, nur nehmt ja keine Gefühlen, weil auf den Gefühlten ist nichts zu holen für unsere Insekten. Schaut, ist die Schwebfliegen wieder da, das mega Gerät. Und man sieht leicht zugängliche Blüte, da kannst ihren fetten Rüssel aufsetzen und einfach den Nektar gut trinken. Was cool ist bei der Kalkaster oder Bergaster,
Sie macht mit der Zeit so unten so kleine Ausläuferchen und bildet dann mit den Jahren so kleine so Horste. Ist aber nicht irgendwie lästig, dass man sagt, die wächst jetzt überall rein, weil manche haben das ja nicht so gern. Also die bleibt schon eher dort, wo man sie hinsetzt. Sie sät sich, aber wenn der Boden eher offen ist, da müsste sie sich, glaube ich, auch nicht so schlecht aussehen, wo halt, also Kamera, ich vergaß. Ich bin ja in der Kamera. Da wird sie sich nicht so schlecht aussehen. Also ihr seht, eine wirklich einfach zu haltende Pflanze für den warmen, heißen Sommertag und Blüte, Wahnsinn. Die fängt gerade erst an. Man gut, wir sind ein bisschen höher, in den Niederungen wird es schon blieren, aber sie bliert wirklich lang, hat eine lange Blütezeit. Eine brave, liebe, heimische Aster. Wirklich eine super Pflanze, auch sehr, sehr gut für den Garten geeignet, obwohl er eigentlich wild in unseren Bergen wächst. Das ist der Berglauch, der Name sagt es eh schon, Berglauch, passt wirklich gut. Dann, meistens ist es so, wenn eine Pflanze, so wie die Aster, dieses Berg dazu hat, dann braucht man sich nur ein bisschen vorstellen, okay, wenn ich wandern gehe, was ist da? Meistens geht man irgendwie auf so schottrig steinigen Wegen, dann ist es oft sehr heiß, wenn man sonnig geht. Und da fühlen sich eben diese Pflanzen wohl. Also der würde sich auch mit der Bergaster sicher gut vertragen. Gibt zum Beispiel auch ein schönes Gras, wo man den in der Natur häufig miteinander sieht. Das ist das Schillergras. Köhleria heißt das. Köhleria glauca. Wird super dazu passen. Das Schöne ist bei diesen Lauchen, dass die so unempfindlich sind. Und der Lauch im Gegensatz zu vielen anderen blüht eben so spät. Und das macht ihn so wertvoll. Die meisten Lauche sind verblüht. Der Kugellauch ist noch einigermaßen da. Was haben wir noch an Lauch? Dann haben wir den Frühlingszwiebel, der ist durch eigentlich. Und dann hast du diese ganzen Frühjahrsblühenden wie Schnittlauch, Knoblauch und so weiter. Und jetzt ist eben noch diese späte Blüte mit dem Berglauch. Ich halte die Hitze fast nicht aus und er packt es richtig, der schwitzt noch nicht einmal. Und den könnt ihr auch super in einen Topf reinsetzen. Also ideal für einen Balkon, sonniger, heißer Balkon. Im Garten wirklich sehr einfach, aber komischerweise habe ich oft beobachtet, er braucht oft ein, zwei Jahre. Also der braucht eine Zeit, bis er sich etabliert, bis er diese, muss man sich vorstellen, der Zwiebel, der muss erst einmal entsprechend tiefe Wurzeln machen. Also am Anfang die große, eine schöne Gartenwollbiene hat uns gerade besucht. Leider ist es nicht auf. Da gehen etliche Wildbienen auch drauf, zum Beispiel Maskenbienen. Gibt es eine eigene, sogar so eine Lauchmaskenbiene. Das war natürlich ein Riesenglück, wenn man die hätte, aber so die normalen Maskenbienen sieht man da immer wieder oben. Also es ist auch am Lauch ein reges Treiben. Und wichtig ist nur, wenn es den setzt, und meistens ist das eh so, wenn das eine Stelle ist, die sehr trocken ist, heiß, dann wächst was anderes eh nicht großartig. Er mag keine Konkurrenz, die ihn zu sehr beschattet. Also er will wirklich Sonne. Er ist eine sonnenhungrige Diva, dieser Berglauch. Aber er verdient es wirklich, dass man schätzt, weil er ist eine unglaubliche Schönheit auch und eben sehr, sehr interessant für ganz viele Insekten. Ist fast immer was los. Nur jetzt wahrscheinlich, weil ich da sitze, mag keiner herkommen. Wir haben die Dinge, die jetzt da in die Töpfe drinnen sind, erst vor 2 Monate oder so gesetzt, die haben gelitten, weil es hat eine Zeit lang nur gekränkt. Brauche ich euch eh nicht sagen. Und diese dauernde Nässe mengen natürlich viel von denen nicht. Aber was noch, ich habe es nicht im Skript, aber ich muss kurz erwähnen, rote Sporenblume kennen wahrscheinlich viel. Was wenig wissen, das ist ein Baldrian. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe es nachgelesen. Es ist tatsächlich ein Baldrian, sehr nah verwandt mit dem Baldrian. Und wenn man es weiß, lasst man es einreden, weil wenn die Blüte weiß war, schaut es wirklich sehr ähnlich aus wie der Baldrian. Das heißt, es könnte die ganze Pflanze samt der Wurzel haben. Essen auf Hochdeutsch ist eine sehr gute, milde Speisepflanze. Und ich werde das, haben wir gesagt, dass wir das probieren heuer. Die Blüten, leider sind sie eben da jetzt ein bisschen verwaschelt worden. Die Blüten kann man scheinbar wie den Holunder, den Holler, außerbraten in einen Tag und das sind dann so rote Spornblumenstrauben. Kompliziertes Wort, deswegen hat sich das noch nicht so durchgesetzt in den Lokalen, aber man konnte eben die Blüten ernten, eindunken in einen Tag und in Fett außerbochen und dann genießt es vielleicht mit einem Spritzwein jetzt um die Zeit. Ist sicher kein Fehler.
So haben wir gedacht, das muss ich euch kurz zeigen. Da haben wir eben den Reinfahren ziemlich massig gesetzt. Keine Ahnung, wie viel Stickeln. Ich habe ihn nicht einmal geschnitten im Winter. Die ganzen Stängel lasse ich stehen. Passt da einfach super vom Bild. Es ist heiß. Da oben geht der Lavendel, unsere Lavendelböschung, passt da gut dazu. Ich würde eigentlich den Berglauch suchen. Ich muss einmal schauen, ob nicht der Reinfahren schon geschluckt hat. Da haben wir noch den Wacholder, den heimischen. Den muss ich leider einmachen, weil sonst kommen wieder die testosterongesteuerten Rehböcke und rammen nieder da. Aber es ist wirklich ein schönes Gartenbild, dieser Reinfahren, der keine Pflege braucht. Den lässt einfach wachsen, brauchst ihn nicht einmal anschneiden. Jetzt habe ich eine Zeit sorgen müssen. Da ist er arm. Da wird er jetzt mittlerweile zu sehr bedrängt. Die ersten Jahre hat es gepasst. Aber die Rosen kommt noch immer mehr um. Und der Reinfahren lohnt sich drüber. Ein Schachtelhalm ist da. Also er mechert eigentlich ein sonnigeres Platzl, aber man sieht, der hat noch nicht einmal die Blütenknospen gescheit ausgebildet. Also der wird so wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Wochen wird der erst blieren. Unglaublich, wie spott der dran ist. Also wirklich eine interessante, späte Pflanze. Ich muss ihm irgendwie einmal wieder ein besseres Platzl suchen. Ich glaube, wir machen doch besser Schattenstauden. Ich brauche Eis. Ist ja Wahnsinn, wie es heute heiß ist. Ja, ist auch ein nettes Bild. Passt zwar jetzt nicht zum heutigen Thema, aber es ist einfach ein wilder Storchschnabel. Ich glaube, es ist ein Ruprecht-Storchschnabel. Gibt es ja so viel so wilde Storchschnäbel. Und wenn man das einfach irgendwo stehen lässt und nicht immer gleich ausreißt, dann sieht man, was das für ein Hit ist. Für die Hummeln zum Beispiel. Die mögen das einfach so gern. Also einfach Dinge ein bisschen stehen lassen. Das ist ja ein fettes Teil. Bist du Depp? Eine Wespenspinne, eine riesige. Eine wirklich große. Sie hat sich schon ein Lunchpaket geschnürt. Also dürfte es gerade wen eingewurzelt haben. Der wird dann auszuzelt. Nicht im Skript, aber man muss erwähnen. Zumindest hat uns der Zitronenfalter aufmerksam gemacht, die Kartäusernelke, wie ganz viele Nelken, eine unglaublich wichtige Schmetterlingspflanze. Der saugt sich da den Nektar raus. Und Kartäusernelken gehen immer. Wenn es heiß ist, wenn es trocken ist, wenn es sonnig ist, funktionieren gut, sind sehr tolerant. Also die gehört eigentlich fast in jeden Garten, finde ich. Werden wir uns noch einmal kurz gedanklich auf die Berge begeben und dann die letzte Pflanze ist eigentlich ja, ein Heilkraut, ein Würzkraut und mir fällt es immer auf, weil ich richte die Pflanzen dann her zum Verschicken, oft auch an euch oder eigentlich nur an euch und an zwei Pflanzen, wirklich, ich schwindle nicht, es ist so. Zwei Pflanzen, wenn ich richte, habe ich immer eine Freude. Eine habe ich jetzt eh schon im Augenwinkel. Es sind immer, auch wenn es regnet, meistens Bienen oben. Oder auch Hummeln sehr gern und auch Schmetterlinge saugen dann den Nektar. Das ist die Bergminze und der Üsop, also das Bienenkraut. Also die zwei ist wirklich auch gerade, wenn Imker eben vielleicht jetzt auch dabei sind. Oder Imkerinnen, bitte. Die sind ein Wahnsinn. Da muss dermaßen viel verfügbarer Nektar sein, dass die immer voll sind mit Bienen. Das ist wirklich erstaunlich. Und bei mir ist es ja gar nicht so leicht. Ich habe ja eher eben diese schweren Böden, die lehmigen Böden. Und hin und wieder wird einmal ein Lavendel kaputt. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir setzen ein paar von diesen Bergminzen zwischen den Lavendel rein, weil das eine super Kombi ist. Der Lavendel ist schon weg von der Blüte, ziemlich am Abblühen. Und die Bergminze kommt erst so richtig in Fahrt und ist dann lang bis in Herbst aktiv. Das sind beides Nutzpflanzen, also auch die
die Bergminze, könnt ihr einen super Tee draus machen, aus den Blüten oder aus dem Kraut, einfach anschneiden, heiß überbrühen oder trocknen, wie es euch gefällt. Da ist schon alles voll wieder. Ich glaube, ich erzähle es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, also 20 sind sicher oben auf die zwei Kisteln. Bienen, also hauptsächlich Hummeln und Honigbienen. Prall gefüllte Pollenhöschen. Also da geht richtig mächtig was runter. Das ist eben diese Bergminze. Und bei der Bergminze ist es ganz cool. Wir haben die Wildform, das ist die normale Bergminze. Die schaut sehr ähnlich aus, würde ich mal sagen, hat vielleicht nicht ganz so kleine, die ist nicht ganz so zart. Und das ist die Sorte Triumphator, weil es ist insofern eine Überlegung wert, die Wildform, das mag ich ja sehr gern, die sieht sich gut aus. Das heißt, wenn du so schottrige, offene Böden hast, kommt das übrigens auch in so einen Magerrasen. Also wenn ihr das Wiesen habt, die recht trocken sind, setzt zur Bergminze rein. Aber da nehmt ihr dann die Wildform, weil die sieht sich aus. Und wenn das jemand nicht so mag, weil er zum Beispiel nur eine kleine Fläche zur Verfügung hat oder einfach ein paar Pflanzen ergänzen will, dann könnt ihr die Sorte Triumphator nennen. Ein Triumph der späten Blüte, muss man wirklich sagen, ist eine gelungene Züchtung. Nur, die ist steril. Das heißt, die sieht sich nicht aus, aber interessanterweise, es gibt immer wieder auch sterile Pflanzen, die für die Insekten sehr wertvoll sind. Und diese Triumphator hat mächtig Nektar, wie eben auch die Wildform. Also da habt ihr eigentlich die Qual der Wahl, was nehmt. Ich muss nur schauen, nein, sie stechen mich nicht. Das hat mich noch nie eine gestochen. Das ist auch wirklich so nett. Also diese Angst vor der aggressiven Biene ist völlig unbegründet. Meistens stechen sie einfach, weil du das einzwickst oder draufsteigst. Aber übrigens, die Bergminze hat mich natürlich die Kose wieder daran erinnert, weil ich denke an so Dinge meistens nicht. Ist eine super Schnittpflanze, also wirklich gut für die Vasen, halt lang. Und eben, wenn sie es schon anschneidet, dann nehmt sie euch ein paar Triebe drinnen und macht euch einen Tee. Ich sage immer After Eight Tee. Er riecht, sie riechen wirklich, finde ich, original nach die After Eight. Ist ein ganz ein cooler Duft, jetzt ist ein Schwebfliegen auch rum. Also alles, was gern Nektar saugt, befindet sich auf den Bergminzen. Das Einzige, was es nicht mag, eben schwere, undurchlässige Böden mit Staunässe im Winter. Da wintern sie da aus, da sind sie kaputt im Frühjahr. Das mögen sie nicht. Also das ist der Triumphator, ist eh schon wieder eine Biene oben. Und da habe ich die Wildform, die normale Calaminta nepeta, normale Bergminze. Sie sind schon ziemlich ähnlich. Es ist nur, weiß ich nicht, die Blüte ist bei der Naturform, würde ich sagen, ein bisschen, ein Hauch größer, ja, schon. Und vielleicht eine Spur dünkler. Sie hat ein bisschen mehr Blau vielleicht drinnen. Ansonsten sind sie sehr ähnlich, aber eben Aussaat, keine Aussaat. Und hinterbei, die passt gut zusammen, die Kisten. Da ist schon der Üsop, das Bienenkraut. Und das Bienenkraut macht seinem Namen alle Ehre. Es ist wirklich, es ist immer voll mit Bienen. Das ist so wirklich eine Freude. Das sind solche Magnete. Unglaublich. Könnt ihr eigentlich probieren, gell? Dass ich es auch reinsetze in die Lavendelböschung. Schauen wir mal, ob es packt. War ja gerade. Das probiere ich. Ja, der Üsop ist eigentlich ähnlich wie der Lavendel. Du musst es einmal auf jeden Fall ein eigenes Porträt über ihn machen oder sogar einen YouTube-Channel nur über den Üsop. Der hat eigentlich von Alters her, kann man sagen, drei so große Hauptanwendungsgebiete. Früher haben sie ihn zum Färben hergenommen. Interessanterweise grün, hat man Seide grün gefärbt. Dann ist es eine wichtige Heilpflanze. Ist sicher seit dem 16. Jahrhundert, glaube ich, also schon einige hundert Jahre als Heilpflanze in Verwendung. Da werden am ehesten die Blüten gepflückt und getrocknet. Also das sind die, wo die meisten Inhaltsstoffe drinnen sind. Alles, was mit Hals, Rachen, ist vielleicht in diesen Zeiten auch nicht so schlecht. Mal mit Üsop ein bisschen gurgeln, tut auch die Verdauung anregen. Also ganz eine gute Heilpflanze. Wir nehmen es hauptsächlich eigentlich aus Würzpflanzen her. Und aus Würzpflanze aber immer frisch verwenden. Da werden nur die Blätter ganz fein geschnitten, ganz fein zusammengehackt, in Maßen, also nicht in Massen, weil sie ist sehr kräftig vom Geschmack. Und ja, ich habe es einfach gern, weil es so ein Wahnsinns Bienenpflanzen ist. Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen. Alles ist oben. Ich habe es vorher kurz erwähnt.
der Nektarpollenwert von den Imkern, 4 ist die höchste Zahl. Und das haben gar nicht so viele Pflanzen. Und der Ysop hat diesen höchsten Wert an Nektar. Und der dürften auch scheinbar den mehreren Tag abgeben, weil es ist immer viel los, so wie auf die Bergminzen. Es gibt ja viele Pflanzen, die geben den Nektar nur zu einer gewissen Uhrzeit ab. Da ist dann auch nur in der Früh was los, wie auf die Königskerzen. Andere machen es am Abend. Und die machen es, glaube ich, über den Tag verteilt ziemlich konsequent. Eine gute Jausenstation für unsere Bienen. Na, da setzen wir ein paar, das probieren wir. So, hoffentlich war für die eine oder den anderen ein bisschen was dabei. Oder vielleicht habt ihr es so schön im Garten, wo ihr wisst, okay, da ist heiß, da ist trocken, da ist steinig, was setze ich jetzt? Vielleicht habt ihr ein bisschen eine Antwort drauf. Vielleicht nur aus Tipp, es kennt natürlich, diese Pflanzen kann man auch im Sommer setzen, weil die sind ja im Topf. Das heißt, die muss sowieso im Topf überleben, da wird es halt gossen. Wenn es diese Pflanzen aussetzt, dann darf man natürlich nicht in den Irrglauben verfallen, trockenheitsliebend, du kriegst von mir sicher kein Wasser, weil die Pflanzen muss sich einwurzeln. Das heißt, heuer müsst ihr einfach ein bisschen die Zeit geben und hin und wieder ein Wasser, aber nur bedarfsweise. Wenn es eh immer wieder regnet, brauche ich es nicht gießen. Aber wenn es länger heiß ist, so wie heute, wenn man 2-3 Tage so hat, dann trocknet dieser kleine Topfballen einfach sehr schnell durch. Dazu vielleicht vorher ein bisschen tauchen in Wasser und rundum und um die Erden auch feucht machen, dann wurzeln sie die rasch ein. Und nächstes Jahr braucht sicher nichts mehr gießen. Das ist nur ein Thema für heuer. Aber wollte ich nur sagen, manchmal schreibe ich es dazu, aber da denkt vielleicht mancher ein bisschen so nach dem Motto, okay, das ist trockenheitsverträglich, gieß lieber nicht, weil dann schade ja. Am Anfang musst jede Pflanze gießen, wenn der Boden trocken ist. Also das war's von mir aus den Höhen des Berges, aus dem Kräutergarten und aus, jetzt habe ich gerade ein schönes Bild von mir, das Schwarze Meer, da war es jetzt schön auszuschwimmen. Wir werden in ein ganz kleines Schwarzes Meer schwimmen gehen, aber ist auch schön. Macht es gut, genießt den super Sommer. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Summer breeze blows outside as the wayfaring daughter arrives. You left us for so long, but you're here now. We can't hide the tears in our eyes. I know you suffered long, some time just to be on your own. The days have come and gone, and it's clear now there really ain't no place like home. And you fly like a dove to join your true love.